Erstmal hallo an alle. Wir richten heute das Haus ein. Ich habe schon ein Haus gebaut, aber ich habe es nicht wirklich gebaut. Hier ist es. Ich habe es runtergeladen, weil ich hasse bauen, ehrlich gesagt. Ich mag nur einrichten und dekorieren, wie im echten Leben. So, Wände streichen und so ist nicht so mein Ding, aber Möbel kaufen und reinstellen, ja. Das Ding heißt in echt 100 Babys Home Blanco. Whatever. So, wir nennen das jetzt mal um. Mademoiselle Opossum Mansion. Wie zu lang? Okay, dann heißt es nur Mademoiselle Opossum. Genau, so. Jessica, danke für den Follow. Oh mein Gott, Mensch. Hey, ist doch cool. Findest du es immer noch so scheiße? Ich find's ganz Okay, nice. jetzt finde ich süß. Ne? So, ich. Aber wo ist der Keller für Sophie? Da. Und ich wohne ganz oben, nehme ich an. Hier, ne? Ist aber So, dass klein. ich auf euch runterschauen kann. Ja, da musst du auch die meisten Treppen laufen. Das passt mir ganz gut, ehrlich gesagt. Ach, Kriege ich einen Mini-Hund? ja, wir können einen Hund adoptieren. Aber Pudel, können wir nicht einen zur Welt bringen und dann geben wir den bei Tierheim ab und dann nehmen wir den aus Tierheim. Das ist doch like. Okay, bevor wir uns mit dem Pudel. Oh, Fabian, danke für den Follow. Bevor wir uns mit dem Pudel beschäftigen, Dennis, müssen wir jetzt Ja, überlegen. was? Und lieber Was Chat, ist los? nehmen wir die Fenster, die hier schon drin sind. Und ich habe jetzt die auch mal reingemacht. Obwohl die hier sind auch gar nicht so schlecht, ne? Die sind ein bisschen zu gothic, vielleicht. Warte mal. Also eigentlich mag ich die ganz unten, die Fenster für alles vielleicht. Aber ich meine, der Designer des Hauses hat sich was dabei gedacht. Also was ich mir dabei gedacht habe, ist ziemlich kleines Haus, ziemlich großes Grundstück. Was machen wir jetzt? Ich habe jetzt übrigens gute Nachrichten für alle, die tatsächlich abonniert haben, was glaube ich nur Thomas ist. Also habe ich gute Nachrichten für Thomas, weil wir nämlich Emotes kriegen. Ich habe sie in Auftrag gegeben. Eins ist schon da, das ist einfach mein Kopf. Das hat mir der liebe Gnomenlied, so heißt er auf Twitter, gemacht. Und ich habe noch ein paar andere in Auftrag gegeben und er kümmert sich drum. Es dauert aber ein bisschen. Ja. Also bald gibt's, wenn man abonniert hat, auch coole Emotes, die man benutzen kann. Wuschelstino ist wieder weg. Bye bye. Ah ja, stimmt, bin ja Geburtstag, ne? Happy Birthday auch von mir. Happy Happy Birthday Birthday! to you. So, also, welche Fenster? Ich finde die hier irgendwie. Ich mag die ganz linken, die Die hier, ne? geraden, weißt du, so symmetrischen. Ja, finde ich auch. Ganz unten links, Ja. diese Baba-Fenster einfach. Baba-Fenster. Ich würde halt gerne für Sophie zum Beispiel das zweite Fenster nehmen, was im Verkaufsdings ist. Das zweite Fenster im Verkauf. So, das ist so, finde ich, für Sophie super. Meinst du die Hundeklappe? Ja. Garstig. Bei dir würde ich irgendwas mit so gefängnismäßiger Vibe-Sache bevorzugen. Aber gut, ich habe ja nicht die Maus in der Hand. Jo, Pech. Cute Cookie, danke für den Follow. Hier waren ja auch noch Fenster. Ja, die müssen wir jetzt erstmal tatsächlich alle wegmachen. Ich habe das meiste schon Was ich vorbereitet, aber das nicht. sexy finde, dass du bauen kannst, mir zuhören kannst, was manchmal sehr schwierig ist, und auch noch Chat lesen kannst. Ja, beeindruckend, ne? It's fucking complicated. Ah, Luke, wir sollten Sub-Mode machen. Dann guckt mir aber immer nur einer zu. Mein Gott, hast du die Wände gerade gefärbt in Ladenfarbe? Habe ich vorhin schon. Aber die hier Machen muss wir ich das noch. dann? Ist das unsere Küche dann? Nein, Mann, das ist der Laden. Hier Ach, alles. willst du den Laden machen? Ja, und Und oben wohnen wir.
Dennis hat es auch endlich mal verstanden. Hast du so ein Puten-Dings gesucht. Ja. Ein Puten-Haus. Mensch. Ja, weil sonst hätte ich ja auch einfach eine Dracula-Burg oder so nehmen können. Ja, gut. Okay, unten haben wir es jetzt mit den Fenstern. Hast du eigentlich die Sims 3 Kameraeinstellungen eingestellt? Nee. Geh mal auf diese drei Punkte oben. Aber was ändert es? Das ändert, dass du dann wie bei Sims 3 halt bauen kannst mit der Maus und so. Ist viel einfacher. Ist es? Da muss man nur ein Häkchen anklicken, dann ist es dann. Kennst du das noch mit dem Ring, wenn man den Ring anguckt und so drückt bei der Maus? Also diesen. Weiß nicht, ah ja, heißt, viel besser. Dann ist alles besser. Jawohl. Genau, musst du irgendwie Optionen und dann. Das genau. Stimmt. Perfekt. Nice. Boah, kann ich es nicht einfach über die alten Fenster rübersetzen? Das wäre so viel einfacher, ne? Hm. Gut, geht nicht. Ja. Macht nichts. Luke denkt sich auch nur so, jetzt verpasse ich Pen and Paper dafür, dass ich ihr beim Fenster in die Wohnung machen zugucken muss. Hass. Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Ich denke an nichts anderes als an tote, ja. Enten. Tote Vögel im Ofen auf meinem Tisch. Und dann so sind sie mit ganz viel Salat und so Zeug zugekleistert. Und ich nehme meine beiden Hände. Daneben steht so ein Pool aus Soße. Da tauche ich ein. Und beim Austauchen aus diesem Pool beiß ich in diese tote Vogelsache. I'm so in. I can't wait. Ja, ich verstehe das. Das ist perfekt eigentlich so ganz oben, wenn du alles wegmachen würdest. Und nur so eine kleine Tür, damit man reinkommt. Und oben ist komplett mein Zimmer. Und dann hätte ich vielleicht noch dieses Balkon. Habe ich da einen Balkon? Nee, du hast einen Balkon. Ja. Okay, perfekt. Dann kann ich, wenn Romeo kommt, kann ich ihm sagen, verpiss dich, ich will dich nicht. Und damit er dann nochmal kommt, dann sage ich nochmal, nee, verpiss dich, ich will dich immer noch nicht. Und wenn er zum dritten Mal kommt, dann kann er hochklettern, weißt du? Gut. Luna, love, God is feeling me. Dieser Moment, wenn deine Eltern dir die Fuji-Film Instax-Mini zu Weihnachten schenken wollen, aber oh. Die Kamera über deinen Amazon-Account bestellt haben und du eine E-Mail erhalten hast, dass du, dass die Kamera morgen ankommt. Surprise! Surprise! Mann, ey. Hä, hatte ich das hier nicht auch schon gemacht? Naja, macht nichts. So. Ich habe auch ein Problem mit diesem Weihnachtspullover. Na, der muss jetzt noch sein bis Weihnachten. Da gibt es leider keine Gnade. Gibt es nicht den in Schwarz mit schwarzen Totenköpfen und einem schwarzen Weihnachtsbaum oder so? Sasha Grey hat Weihnachtspullover rausgebracht. Das fand ich sehr witzig. Mit? Mit ihrem Gesicht drauf und so. Und? Keine Pornos. Das... Hm. Ja, ich war auch so lame. Balkon oder Balkon? Oh! Balkon oder Balkon? Wintergarten! Das war der liebe Luke. Oh, Black Luciana ist erstmal duschen. Oh, Black Luciana, erstmal duschen. Was muss ich dir? Schreibst du nochmal meinen Namen so hässlich? War's das mit uns? Dankeschön. My name is Lucifer. So, das ist doch schon mal ganz gut. Achso, auf den Keller können wir erstmal scheißen. Melissa, das ist eine Frage. Ja. Like, I'm dying. Guckt oh. Dir RuPaul's Drag Race. Hä? Sashay away, aber sowas von. Oh, danke für den Follow, Weird Little like Unicorn. What's, Poppin. What's happening there? What have I missed here? Like snatching my crown wig already. Ja, wir lieben RuPaul's Drag Race, das ist das Beste. Vor
Fabian schreibt, ich wünsche mir auch einen schwarzen Totenschädel in der Weihnachtskohle, aber wenigstens darf Darth Vaders Maske unseren Tannenbaum schmücken. Oh, immerhin. Okay. Du bist entschuldigt, Lucianda. Das ist jetzt, dachte ich, das Kleine hier ist die Umkleidekabine. Dieser kleine Raum. Das macht irgendwie Sinn. Ich habe eine Frage. Ich glaube, das muss einfach sein. Wir cheaten uns noch mehr Geld und dann kriegen wir eine Putze, oder? Natürlich! Klar. Like, what up? Okay, eine Umkleide, Melissa. Du fakest hier gerade richtig krass. Ja, wir haben nämlich keine Blade, haben wir nur das Klo. Jamtamtam-Küche? Eine im Keller, ja, nein, Mann. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen Butler und in seinem Zimmer machen wir so eine kleine Küchensache. Und dann kocht er da. So, wir brauchen keine Küche. Mehr Platz für Klamotten. Gibt's wieder Butler eigentlich? Ja, muss es doch, natürlich. Stimmt, ne? Ich weiß gar nicht, locker. Butler ist doch immer so Standard. Ja, das stimmt. Wie willst du Sims spielen ohne Butler so? Wie will ich habe leben? Drei bei mir zu Hause. Like, wirklich, Sims 3 hatte ich drei Butler. Ich hatte diesen Skelett. wie hieß sie denn? Nicht Helga? Oder Helga? Ich glaube, das war Helga. Ich bin mir nicht sicher. Die sah aus wie ein Skelett und hatte ein Dienstmädchen-Outfit an. Ja, ich erinnere mich. Dann hatte ich so eine creepy Vampir-Butlerin irgendwie. Okay. Ja, sie war halt schön und hat gekocht und so. Und ich fand es ganz süß, wenn ich die ganze Zeit durch die Stadt reise in meinem Chanel-Wagen. Dann sollen meine Kinder nicht so alleine sein, weißt du, mit meinen 5 Hunden noch, aber okay. Alle sind ja mit mir mit, deswegen. Auf jeden Fall brauchte ich einen Butler und dann hatte ich halt noch eine Putzfrau, weil mein Butler zu beschäftigt damit war, mein gut aussehender Butler zu sein, der im Endeffekt nichts gemacht hat und ich habe ihm halt 1200 Simoleons die Woche bezahlt, but who cares, genau. Nobody cares. Mama, warum kann ich jetzt den blöden Stuhl ja nicht hinstellen? Das regt mich auf. Na gut, dann steht der Stuhl jetzt halt da in der Mitte, damit man da seine Sachen draufpacken kann. Gibt es Moving Objects bei Sims 4? Ich muss mal googeln. Ah, Move Objects On, ne? Ist der Sheet. Ja, ich muss mal gucken, ob es den gibt. Wenn ja, dann kannst du es auf jeden Fall easy going dahinstellen, wo du es hinstellen willst. Ja, die scheiß Lampe ist einfach zu groß. Das ist, glaube ich, das Problem. Und warum kann ich eigentlich nicht mehr alle Farben einstellen? Das finde ich voll blöd. Was meinst du? Na, kann ich die Farben ändern? Nur hier, die hier, oder? Ja, also wenn da Farben angezeigt sind, dann kannst du die ändern, ansonsten. Aber im alten Sims ging das, war viel besser. Im alten Sims war alles viel besser. Aber im neuen Sims ist das viel besser, das ist weniger lag. Also mit dem krassesten PC hast du trotzdem bei Sims 3 Lags, weil alles so krass fucking kompliziert ist. Mhm. Die ist einfach zu groß. Ah, es ist der Spiegel. Der ist so bekloppt groß. Okay, nehmen wir einen anderen. Ich suche gerade diesen Code. Ach, Dana auch wieder dabei. Der Butler braucht kein eigenes Zimmer, der kann gleich in der Küche bleiben. Ja, die Grünlinge von Sims 2, klar. Dein Hund guckt mit, obwohl wir gar nicht Hund und Katze gerade spielen. Oh, Rosie Kawaii, danke für den Follow. So, den Spiegel wollten wir. Der ist doch süß. Das Witzige ist, bei Sims 4 kannst du jetzt alle Cheats, alle Fähigkeiten dir cheaten. Mhm. Aber bis du diesen einen Code eingegeben hast, ist dein Leben vorbei. Also. Das ist so einfach nur so ein 30 Seiten Code. Okay. Mann. Es ist voll kompliziert geworden, was Cheats angeht bei Sims 4. Ja, die wissen schon warum. Disables Death. Sogar sowas gibt's jetzt als Code. Okay. Wow. Alles klar. Gruselig. Okay, ich glaube, ich muss das später im Game rausfinden. Das ist mir hier zu viel geschriebenes Text. Ja, das kann ich verstehen.
Ja, ich schwöre, wie kann man Blinowski nicht kennen? Smaya. Bla, bla, bla. Danke für den Follower. Was, du hast dein Kind zum Butler ausgebildet und jetzt arbeitet es für dich? Geheiratet, Kinder bekommen und ihn ertrunken. Schön. Immer wieder erfrischend mit euch zu reden dabei. Mann, wenn mein Sims 3 nicht so krass eklig laggen würde, ey, mein Haus ist einfach Miracle. Ich habe so ein Todeshaus. Ich kann vielleicht ein bisschen davon erzählen. Ich habe so ein Todeshaus bei Sims 3. Das beinhaltet mich, also Theodore Robinson, mein Mann, meine zwei Kinder. Das eine Kind von mir hat dieses Spielzeug zu einem echten Menschen gemacht und es hat sich herausgestellt, dass es Satan ist. Was? Also heißt der Lucifer Robinson und der ist voll schön. Und die sind halt verheiratet, aber die leben zwar immer noch bei mir zu Hause, weil mein Haus like zu groß ist für diese Welt. Und ich habe einen Todeskeller. Dadurch, dass ich halt eine Hexe bin, habe ich in meinem Todeskeller Menschen und alles so fürs Hexen und Sims, was man so braucht halt. Ne? Und ich habe einen Versace Pool. Das ist auch noch so ein Überraschung. So ein Ding. Ich habe einfach direkt das Kindermädchen dazuziehen lassen und sie als Trilex-Sklave gekleidet. Das ist so geil. Weihnachtskatze, ja. Miau. Hä, Dana, du bist in Berlin? Du hast ja gesagt, du kommst nicht mehr vorher. Komm doch Mittwoch in den Laden, da sind wir auch alle da. Okay, Dennis, Umkleide ist jetzt fertig. Toll. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo was ist. Also diese untere Treppe nach unten, ich verstehe das nicht ganz. So, ist da passiert da der Laden und dann oben gibt es so eine süße Sitzecke oder so? Ja, ich dachte. Oder hier arbeitet oder ihr. Wir tun so, als wäre der Laden nicht der Laden, sondern als hätten wir den Laden mit mehr Platz. Wo würde alles hinkommen und so. Ja, eben, genau. Ich muss mal kurz die Treppe austauschen. Warte. Sorry. Hä? Hat die eine... Was ist das für eine Scheißfarbe? Oder ist das weiß und es sieht nur so aus wegen dem Licht? Das ist meistens bei Sims der Fall. Dass es irgendwie gelb noch ist oder so, aber... Warte, dann nehme ich einfach die hier. Ja, stabile Stufen. Ja, da muss man halt auch betrunken hochkommen, deswegen bei unserem Haus wichtig. Okay. Ja, wo würde alles sein? Oh. Michelle Musa. Das ist ein spezieller Username. Danke für den Follow. Ach so, unten ist ja nur so, naja, unten arbeitet man dann praktisch. Da können wir so Computer oder so hinstellen. Ja, hier könnte, soll hier der Computerbereich sein. Hier ist so, wo man reinkommt und hier ist dann, gibt es Nähmaschinen überhaupt? Nee. Die gibt es nicht. Warum nicht? Nähmaschinen. Schade. Vielleicht können wir uns was ausdenken, anstatt dass wir nähen. Malen? Irgendwas, ja, malen, genau. Leben unter dem Mikroskop? Chemielabor, auch nicht schlecht. Wir können auch überlegen, ob wir eine Band sind. DJ-Pult. Oh Gott, die schlimmste Band der Welt. Aber wirklich. Jesus. Luises. Da hast du mir ein bisschen Angst gemacht, ne? Aber ich werde trotzdem der beste Sänger von euch allen. Also, ich wäre schon dabei, so ein bisschen. Okay. Gut, dann richten wir jetzt hier erstmal so, wo man reinkommt, ein. Mit Sofa und so. Genau. So ein bisschen Friends-Chiller-Ecke.